Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem kleinen neuen Schönbauvideo. Wir haben beim letzten Mal aufgehört mit unserem Bahnhof. Und ja, wir wollen jetzt den vorderen Bereich des Bahnhofs weiterbauen. Aber jetzt, so wie ihr auch gesagt habt, seht ihr erstmal noch in ein paar Minuten, wie ich das hier in der Stadt umbaue. Hier sehen wir schon, wenn ich hier einen Gehweg draus mache, verhaut er mir den kompletten Terrain. Im Endeffekt bleibt nichts anderes aus, als hier alles abzureißen. Die Abstimmung läuft immer noch unter dem letzten Video. Ich verlinke euch das oben in der Ecke, da oben in der Ecke nochmal. Genau. Und ja, würde mich jetzt ausblenden und wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ja, wie ich schon gesagt habe, werden wir hier jetzt nach und nach alles abreißen oder haben wir schon abgerissen. Und das auch hier ein bisschen neu bauen. Wie wir schon sehen, es wird im Endeffekt einen Weg in der Stadt geben, wo die Autos langfahren können. Quasi ein kleiner Rundparcours. Und die restlichen Wege der Stadt werden alle Gehwege sein. Und da muss man natürlich gucken, dass die Leute dementsprechend ja, an dem Hauptweg dort nicht durch irgendwelche Sachen durchrennen. Hier haben wir das schon mal gemacht. Das sehen wir. Da ist jetzt ein Gehweg. Hier ist so ein kleines Tor hingebaut. Da kommen die Leute auch ganz knapp dran vorbei. Bis auf an den Blumenkästen. Da werden wir später nochmal vielleicht Hand anlegen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber nun gut. Wir kümmern uns jetzt erstmal um diesen vorderen Bereich hier. Und werden hier nochmal ein paar neue Gebäude setzen. Hier hat sich so ein kleiner Weg hingeschlängelt, den ich aber eigentlich ganz schick fand. Deswegen werden wir den auch behalten. Dass die Leute auch hier hochlaufen können. Das wird aber so ein kleiner Trampelpfad, da kommt keine Treppe hin, das ist ja nicht so steil. Ja, wie wir schon sehen, ist das alles ein bisschen fummelig. Aber das seht ihr ja selbst und das kennt ihr ja auch wahrscheinlich alle selber. Ja, zur Abstimmung im letzten Video, wie ihr sagt, verlinkt habe ich es euch nochmal. Und ich werde jetzt hier keine neue Abstimmung machen. Ich hatte ja gesagt, es kommt nochmal ein Video raus. Das ist dieses hier, wo ich ein bisschen abseits dieser Abstimmung weiterbaue, weil ich es halt einfach schon aufgenommen hatte. Die Abstimmung sieht so aus, dass momentan Landschaft und Fischerei führt mit einem Gleichstand. Wenn es beim Gleichstand bleiben sollte, würde ich mich mal einfach so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, das entscheide ich einfach mal selber, was wir machen. Und ja, wenn ihr da natürlich noch Interesse habt, gerne einfach mal reinklicken und mit abstimmen. In dieser Folge hier bauen wir, wie gesagt, wir reparieren erstmal unseren Fusch hier von letztem Mal und werden dann ein kleines, ja, ich will mal sagen, nicht Industriegebiet großartig, aber so einen kleinen Verladebereich vorm Bahnhof bauen. Und des Weiteren werden wir hier den Weg zur Aussichtsplattform ein bisschen verkleiden und werden nachher auch nochmal mit dem ersten Zug mitfahren. Und uns angucken, ob der uns nicht die Häuser kaputt reißt. Das ist sehr eng, kann ich schon mal sagen. Genau, hier sehen wir jetzt schon mal, wie wir anfangen, uns hier ein bisschen eine Verkleidung zu bauen. Ich wollte ja gerne bei unseren Platten bleiben. Einfach vom Stil her, weil ich die halt schon oft verbaut habe. Man könnte natürlich auch einfach das Viadukte-Set oder so nehmen, da gibt es diese Neigungen, ja, die man einstellen kann. Ist, muss ich sagen, denn doch da schon sehr, sehr schön. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das natürlich mit unseren Platten hier genauso. Und der Stil sollte halt einfach gleich bleiben. Genau, jetzt möchte ich hier einfach unsere Backstein, einen Backsteinweg an der Seite machen.
kommen später noch ein paar Fußgänger rauf, ein paar Fahrradfahrer vielleicht ran. Ja, und so zieht es sich denn halt ganz einfach ein bisschen lang hin. Das ist natürlich durch diese Steigung und dennoch durch die Kurve, die hier entsteht, war das ganz schön fricklig. Deswegen habe ich das auch nochmal ein bisschen separat gecuttet, dass das nicht zu langweilig für euch wird, wenn ich hier, wie hier zum Beispiel, 10 Minuten brauche, um einen Teil richtig zu positionieren. Ist das natürlich schon ein bisschen langweilig. Ja. Deswegen machen wir hier mal einen kleinen Cut. Und so sieht die Mauer dann dementsprechend fertig aus, wenn sie da ist. Ja. Jetzt werden wir in dem Stil dieser Stadt hier am Rand, um das Ende ein bisschen abzugrenzen, würde ich mal sagen, unsere Steine hinpacken. Und ja, dann ist mir hier, hatte ich irgendwie weitergebaut, aber habe vergessen, Aufnahme zu drücken. Ich habe nämlich hier im vorderen Bereich, also zwischen Gehweg und Schienen, noch ein kleines Restaurant und ein paar Häuser hingebaut. Wir werden es dann sehen. Wir fahren noch mit dem Zug so halb dran vorbei. Aber wie gesagt, diese Sachen hatte ich jetzt schon aufgenommen. Es wird auch noch einen Rundflug geben. Ich denke mal, den werde ich separat hochladen, also als zusätzliche Folge. Wird wahrscheinlich auch nicht so lang sein, um euch einfach mal einen Stand der Dinge zu geben, wie das momentan aussieht. Ja, hier möchte ich auch nochmal ans Janne sagen, schönen Gruß an den Thies mit seinem Kommentar. Weil wir das ja hier nochmal sehen, natürlich, wie gesagt, die Folge war schon aufgenommen. Ich habe mir das aber natürlich zu Herzen genommen, hier andere Signale hinzusetzen. Ich muss sie mir noch raussuchen. Haben trug sie noch nicht. Aber er hatte mir da einen schönen Link reingepackt, wo man anscheinend alles Mögliche machen kann. Und ja, werde ich auf jeden Fall machen. Also, so ist es nicht. Ja, hier soll jetzt so ein kleiner, ja, will man nicht Bahnhof sagen, aber so eine kleine Verladestation entstehen. Hier gucke ich so ein bisschen mit den Andockstationen für die Gleise. Da das aber hier kein gerades Gebiet ist, ja, muss ich leider sagen, das sieht scheiße aus. Das sieht einfach kacke aus. Es ist um einiges schöner, wenn ich mir einfach eine Mauer selber baue, weil ich sie einfach smoothier und gerade hinkriege. Aber weil ich erstmal nicht weiter weiß, bauen wir hier erstmal den Verladeplatz. Der soll natürlich auch schön eingegrenzt sein. Kann das ja alles wunderbar hier skalieren und in der Höhe verstellen. Das ist natürlich für solche Projekte hier absolut super. Trotzdem bleibt es natürlich eine ewige Fummelei, aber ich muss sagen, das macht irgendwie richtig Laune. Ich vergesse immer die Zeit und meine Frau holt mich dann irgendwann weg. Sie sagt, jetzt reicht's mal langsam. So, hier im vorderen Bereich stellen wir dann gleich noch ein paar Häuser hin. Dass wir dieses kleine Gebiet hier so ein bisschen eingrenzen. Da habe ich jetzt mal nicht so viel rausgeschnitten, weil ich denke, das ist vielleicht recht interessant, wie das nachher aussieht. Man denkt ja jetzt, ah, so ein kleiner Bereich ist ja alles ein bisschen, was soll man jetzt da noch hinstellen? Aber, wie ihr seht, man kann da einiges hinstellen. Wo ein Wille, da auch ein Weg. Und ich habe so ja den Platz freigelassen, dass dort Leute langlaufen können.
Diesmal war ich nicht so doof. Diesmal habe ich es gleich richtig gemacht. Jo, jetzt bauen wir nur noch einen kleinen Zaun lang. Dass hier auch ja keiner runterfällt. Und dann werden natürlich noch ein paar Steine von uns gesetzt. Dass sich das wieder dem Gesamtbild anpasst. Wie gesagt, wenn die Stadt nachher fertig werden sollte, in wahrscheinlich 30 Jahren, dann sollte nachher wirklich ein großer Klumpen werden, blöd gesagt, der schön in sich verbaut ist. So stelle ich mir das vor. Ja, und hier sehen wir schon, die Leute laufen trotzdem durch den Zaun. Also die brauchen teilweise echt eine Menge Platz. Ja, und jetzt werden wir den Bahnhof hier ein bisschen ausdekorieren. Das wollte ich eigentlich hier mit so einer Befüllanlage, weil wahrscheinlich hier Dampfzüge langfahren werden. Aber, das hat dann weil das ja so im Western-Stil ist, hat dann da doch irgendwie nicht so richtig reingepasst. Also machen wir einfach nur Material hier hin, ne? Zum Bauen. Was so für die Stadt benötigt wird. Kleine Rampe zum Rauffahren. Eine Burg- und Tour-LKW, natürlich ganz wichtig. Ja, ich habe überall meine Finger drin, ganz klar. Ja, jetzt gucke ich, was man vielleicht noch so irgendwo hinstellen könnte. Werd mir aber nicht so ganz sicher. Dann halt die Fahrräder bei der Hand, natürlich. Können die auch gleich hier hin, ein paar Menschen. Das wäre alles ein bisschen komplizierter hinzusetzen an dieser Klippe, die ja eigentlich dahinter ist. Ist viel mit Höhenangleichung. Ja, und hier soll das Auto vom Chef hin. Oder das Auto vom Vorarbeiter vielleicht. Ne? Da wird es dann noch eine kleine Versammlung geben. Ein paar Bierfässer dürfen natürlich auch nicht fehlen, ganz wichtig. Und ein paar Menschen. Ich bin eigentlich recht dezent mit Menschen setzen. Ich versuche lieber immer da Bewegung auf natürliche Art und Weise reinzubringen mit Besuchermagneten und so weiter. Und da ich ja nur eine mittlere Karte habe, sollte das auch keine Performance-Probleme geben, wenn hier die Wege berechnet werden. Oder ich habe eine kleine Ansprache vom Vorarbeiter, dass alles supi läuft. Hier fürs Allgemeinbild noch ein paar Steinchen und hier so ein bisschen vergessener Lagerplatz, dachte ich mir. Ein bisschen eingewuchert. Naja, gibt halt überall so Kramecken, ne? Ist halt ganz normal. Ja, ich weiß ja nicht, was ich jetzt suche, aber irgendwas suche ich. Das kleine Häuschen, schön. Ah ja, stimmt. Wir bauen jetzt noch den Parkplatz hier vor. Wo ich ja anfangs angefangen hatte, hier so eine kleine Schallschutzmauer zu bauen. Die machen wir uns jetzt alleine. Mit den Mauern, die wir hier eh schon verwendet haben. Man kann die einfach besser auf Stoß setzen und natürlich die Unebenheiten sowie die Kurve oder wenn es bergab geht, einfach besser einfassen. Also ich finde, das sieht einfach schöner aus. So. Ich könnte ja mal sagen, was ihr davon haltet, aber ein paar Autos hin und dann ist es schick. Ja, und jetzt fahren wir auch schon mal das erste Mal mit. Das finde ich schon mal ganz interessant. Ich habe das diesmal extra nochmal aufgenommen. Wie wir hier so ein bisschen am Parkplatz vorbeifahren. Einfach Ladebahnhof. Und wir sehen, der Zug, ich habe den mal angehalten, um zu gucken, ob er vorbeipasst. Es ist verdammt eng. Vielleicht das eine Haus, die eine Spitze hier, vielleicht nochmal ein bisschen anders drehen. Aber ansonsten sehen wir, dazwischen ist Platz. Er passt durch. Gott sei Dank.
Ja, und jetzt sehen wir auch schon hier den unteren Bereich, wie ich ihn weitergebaut habe. Wenn er jetzt nach hinten guckt, da ist halt ein Restaurant entstanden. An den Gleise, zwischen Gleise und Gehweg hier vorne. Man kann natürlich keinen großen Zug nehmen. Das habe ich auch schon probiert. Der ist zu fett. Man muss sich auf so einen kleinen Zug beschränken. Das ist jetzt noch ein Vanillazug. Da möchte ich ganz gerne noch einen anderen nehmen. Wenn er da coole alte Züge, ich finde, Vanilla hat ja einige schöne alte Züge, aber wenn er da einen schönen Mod habt, gern einfach mal als Kommentar runtersetzen. Wir fahren jetzt hier einfach mal kurz mit und gucken uns die ganze Geschichte mal an. Hier oben ist das Restaurant so ein bisschen zu sehen, wie Leute hier auf der Terrasse sitzen. Ah, da über sind ein paar Häuser und hier so ein bisschen im Bereich, wo die Trainspotter sich denn den alten Dampfzug angucken können. Wir schwenken mal kurz um und fahren nochmal von der anderen Seite lang, um jetzt einfach mal von der anderen Seite auch zu sehen. Wie gesagt, links ist fertig, rechts natürlich noch nicht. Das muss noch gemacht werden. Aber ich finde so, ja, bei der Mitfahrt von hier unten, obwohl man ja eigentlich nur an der Steinmauer vorbeifährt, hat es irgendwie schon einen gewissen Charme, bin ich der Meinung. Und auch so, wie man hier in den Berg drin fährt, also in den unterirdischen Bahnhof, finde ich gut. Also, gefällt mir. Da stehen jetzt noch keine Leute. Das ist nämlich ein durchfahrender Zug. Das habe ich erst später gemerkt. Sonst würden hier jetzt auch schon Leute stehen. Dann würde das ein bisschen belebter aussehen. Ja. Und das war es auch schon für diese Folge. Schreibt mir gerne Anregungen in den Kommentare. Ich baue jetzt nebenbei für einen Screenshot-Wettbewerb ein Foto. Das nehme ich auch nebenbei auf. Weiß ich noch nicht, wann ich veröffentliche. Und ansonsten werden wir sehen, wie die Abstimmung weiterläuft. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.